Willkommen zurück zu einem neuen Part von Darksiders 2 Definitive Edition. Im letzten Part haben wir hier unseren... Warte mal, schon gibt es jetzt eine Beschreibung? Garantiert doch, oder? Zur Ausrüstung. Unseren Todeskopf bekommen. Ja, das heißt, es gibt noch zwei weitere Dungeon-Items. Lol, ist ja mega lame. wir haben den Todeskopf bekommen. Quasi der Enterhaken, obwohl er gar nicht wie ein Enterhaken aussieht. Mit dem Todesgrifffähigkeit kann Tod bestimmte Ziele in großer Entfernung greifen. Er nutzt dies zu seinem Vorteil, indem er entweder sich selbst zu großen Zielen hinzieht. Ach so, den Text habe ich schon vorgelesen. Ja, wir haben den Attacken bekommen, damit werden wir in den Schmiedeland quasi gut Secrets finden in diesem Dungeon. Ist er essentiell, um weiterzukommen, ist ja klar. Deswegen ist er ein Dungeon-Item. Und ja, wir sind auf der Suche nach drei großen Herzsteinen für diesen riesigen Wächter, damit wir mit ihm gegen das Verderben kämpfen können. Ist hier quasi alles vonnöten. Oh Mann, ich wusste echt nicht, dass man LT einfach drücken muss und dann kann man nach hinten schauen. Das ist schon scheiße. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dann... Keine Ahnung, eigentlich... Hier mit seinen Krallen, ey, das Holz wegzieht. Das wäre eigentlich... Ich bin mir eigentlich sicher, dass ich immer alles durchlese. Deswegen muss es entweder ziemlich schnell passiert sein, dass ich das null bemerken konnte, oder... Ich habe es wirklich einfach überlesen, oder... Es wurde mir einfach nicht gezeigt. Was ich natürlich am liebsten hätte. Yay, Steinroll, Buddy, Bro, Yo, du, Ho. Naja, ich weiß genau. Mit ihm könnt ihr auch durch Lava fahren, ist das nicht grandios. Ich mag dich, mein Steinroll, Bro. Wir sollten mit dir so Werbung machen. Der Steinroll, Bro, kostet nur 2099. Jetzt zu ihrem Dark Souls Shop, Zauberschule zu. Verteidigung ist ein Rabe. Können wir den aus dem Weg schlagen? Nein. Hier kämpfen wir auch nicht weiter. Es gibt nur einen Durchgang. Das ist hier so ein großer Durchgang. Weil, okay, gut, ich verstehe, weil es der normale Weg da drüber ist, über diesen Lava. So, jetzt müssen wir so einen Bro hier zurücklassen. Viel Spaß. Nein, was machst du da? Was ist das für ein miserabler Sprung? Jetzt mal ganz ernsthaft. Das ist ziemlich lächerlich. Abartig, würde ich sogar behaupten. Was das für ein minderwertiger Sprung ist. Alle Sprünge würden sich selbst erhängen, wenn sie sowas sehen würden. Geht doch, Alter. So. Ich finde auch toll, dass das Verderben so diese riesigen Steine dann rübergelassen haben, die ganzen Wächter. Finde ich ganz toll. Gibt es noch irgendwas Spezielles? Nein. Die Uhr läuft, ja. Alles super. Ich habe es beschäftigt. Dann sollten wir unabschmeißen. Ja. Und tschüss. Keine Sorge, Reiter. Ich mach das. Gut, dass das Ding so robust ist für ein Herz. Setzen wir diesen Stein sinnvoll ein. Ja. Bringen wir ihn zum Wächter. Nee. Keinen Fall. Ich würde ja helfen, aber irgendwie habe ich die Hände. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich kann auch selbst kämpfen. Dankeschön.
Wahrscheinlich werden wir jetzt eine tolle Fahrstuhlfahrt erwarten. Auf jeden Fall. Mit viel Action und so. Abbruch. Yep, und das war ziemlich offensichtlich. Wir haben eine tolle Fahrstuhlfahrt. Wir haben eine tolle Fahrstuhlfahrt. Hurra, 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 hurra. Unsere Fahrstuhlfahrt, die ist lustig, unsere Fahrstuhlfahrt, die ist toll. Und wir werden jetzt zerhackt und meine Güte, das tut weh, wenn du von diesem Stein einfach zerquetscht wirst. Zum Glück bestehen die nur aus Steine verderben und nicht aus irgendwas Fleisch und so. Und ja, das B. Nein, lass ihn. Das ist ein Execution machen, den Wichser. Was meint er? Ich kann es nicht lesen. Ich kann es wieder hören, weil die Musik aber mega zu laut ist. Ich kann es wieder hören. Wenigstens kann überhaupt den Stein hier, den Herzstein, zum Angriff nutzen. Und scheiße, wie viele von den Wichsern wollen noch auftauen? Meine Güte. Weil mir das nicht im Jobvertrag gesagt. Und zack, paar Kombos. War es das jetzt endlich? Ja? Das war ein nettes Aufwärmtraining. So. Wir sind oben. Da will man uns loben. Ich muss jetzt eigentlich diesen riesen ersten Herzstein hier. Ich frage jetzt, wo werden wir den ranpacken, reinpacken, anpacken. Wohin soll es damit gehen, hä? Der alte Stein erwacht. Ach, okay, das spielt automatisch denn. Das ist ja toll. Gefällt mir. An seinen Arm. Ein neuer Weg ebnet sich uns. Ist das nicht klasse? Durch irgendwelche Erschütterungen, ja. Der letzte muss dann hier in die Stirn rein. Wahrscheinlich kämpfen wir dann auf den Rücken dieses riesigen Viehes. Und am Ende gegen diese riesige Verzweiflungsmonster an der großen Steppe. Wird ziemlich geil werden. Darüber kommen wir noch nicht. Nee. Ja, dann gehen wir hier mal allein weiter. Schauen, was sich so ergibt. Achso, ja, okay, wie kann ich meine Ausrüstung ändern? Gar nicht, hallo? Naja, sagen wir mal so, Lösung kann ja kaum als Dungeon-Item zählen, wenn ja, wir es einfach so gratis bekommen haben und es keinen größeren Zweck erfüllt. Können wir jetzt einfach da runterspringen, zurückgehen. Können wir hier? Alles gut. Gefällt mir. Jetzt auf die andere Seite. Hello to the other side. Und jetzt hier dieses. Das Medaillon, was auch mal scheiße das ist. Wir gehen erstmal den um. Kommt noch irgendwo weiter, ne?
schauen. Ich gehe mal hier erstmal entlang. Schauen, was sich hier daraus ergibt. Gar nichts. Okay, schön. Gar nichts. Schade. Aber gehen wir erstmal in das. In dieses Rohr da rein. Und schauen, was sich so ergibt. Ach, hier können wir keinen dazu holen. Gut. Ja, beruhig dich, Bro. Wie auch sofort weißt du, wer da drüben war. Der X-Ray oder was? Scheiß Hacker. Sag mir jetzt nicht, dass du Soundgaming hast. So wie immer, nicht wahr? Lass ihn fallen! Jetzt gehen wir da durch und alles easy peasy. Noch sehr viel Zeit, um seinen Scheiß zu erledigen. Schon in Ordnung, ich hab dich! Dann schmeiß jetzt rüber, danke. Die Röhre hat uns da hinten rausgebracht. Frage ist. Ah, deshalb. Wir sollten auch noch nie ins Wasser runterspringen. Können wir später machen. Ja, wir hatten noch. Ja, mein Halter benutzt sehr gut. Ah, und hier sind noch zwei von denen. Kommt schon. Ich glaube, ich nutze mein ganzes Kombo-Potenzial gar nicht aus, ey. Wenn wir so viel Luftscheiße machen und, ja, irgendwie, keine Ahnung, das Kombo, der Kombo-Scheiß hier in Exodus 1 gefiel mir irgendwie mehr oder das könnte ich irgendwie mich besser damit zurechtfinden und ausnutzen und nutzen und alles. Ach, naja. Okay, so kann ich da nicht hin. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Das so zu, dass. Ja. Wahrscheinlich, weil wir dann hier das dann den Scheiß hochziehen. Sehr schön. Hallo? Ich verstehe. Ach du, nein, ach du Scheiße. Gut. Falls ich noch rechtzeitig gemerkt habe, da mit den Dingern da dran. Den Dingern da dran. So, ich werde dieses Gewächs. Im Fall ist das ja nicht mehr wie Runde, weil ich selber normales Gewächs habe. Bis existieren ja noch Pflanzen auf jeden Fall in dieser Welt. Loslassen. Let it go. Nein, sorry. I'm sorry. Dann hier einfach runter. Komm, ja, hier kommen wir wieder hoch. Sehr schön. Komm, ich schwimme jetzt hier ins Wasser rein. Ich suche das jetzt mal. Gibt's denn vielleicht was zu finden? Wer weiß. Gott hoch, er friert nicht, er hungert nicht, er leidet vielleicht. Aber ja. Unzerstörbar. Nahezu.
Und ja, sonst, wenn wir da wirklich tot spielen würden, wäre das ja nicht groß spannend, weil wir dann einfach uns durch die Gegner schnetzeln würden. Ja, da kann man hoch an der Stelle. Aber wir gehen mal jetzt diesen Weg entlang. In nicht entdeckte Gebiete. Pissack, ey. Alter! Du, boah, du Drecksnudellecker, ey. Meine Güte. Ich weiß, wie kommen wir denn dadurch? Achso, wir können ja den Dude mit einer Treppe da durch diese neu gewonnene Strecke da gewinnen. Ich frage jetzt, wieso wir. Ach du Scheiße. Die Frage ist, wozu wir das brauchen hier, diesen Bereich. Kann man hier Wasser durchschicken oder was? Keine Ahnung, Jungs. Aber ich gehe mal wieder zurück und dann können wir unseren steilen Dude einfach rüberholen und er zerschlägt das dann durch die Brückenkamine holen und alles easy peasy. Was heißt das so schnell? Da könnte ein Olympiadenschoner sein. Ah, gut, wir können den Heiltrank dann nutzen. Das ist durchgebackt, ne? Ich kann nicht. Das hab ich gesehen. Was da dahinter steckt. Versteckt. Rede. Den Scheiß da aufgemacht. Ja, mein Dude nehme ich jetzt mit. Unserem Dude hier können wir dann die Stände zerschlagen. Ist sehr schön. Können wir nicht irgendwie schneller fahren? Nein. Okay, schade. Ja, dann nehme ich. Ich glaube, da ist doch schon schnell genug. Ja. Es ist ziemlich ruhig. Zu ruhig. Es ist immer zu ruhig, wenn Gegner irgendwo im Stürmen sind. Dann nehmen wir unser Kanon schon mal. Das brauchen wir eigentlich, das sollten wir nicht. Ich würde jetzt nämlich viel schneller. Weil jedes Mal, wenn er diese Kanone abschießt, ist er irgendwie so. Stillstand. Mal schauen, was kommt denn jetzt? Ach, das ist das nächste Dingsherzstückchen. Ah, hier ist die Stelle von seiner Volk, meine lieben Freunde. Ja, mein Dude schnetzelt sie alle ab. Nach dir. Ich warte hier. Du gehst weiter. Sagt er während der Kämpfe. Halt die Fresse. Lass mich in Ruhe. Hast du es schon? Nach dir. Oh mein Gott, halt die Fresse. Lauf weiter, Reiter. Ich ruhe mich etwas aus. Tosch! Mein Kopf! Wie die sich gegenseitig bekämpfen, diese Viecher. Jetzt zerstören wir beide Parteien. Mein Steinkumpel zerquetscht jeden, der sich mir in den Weg stellt. Ja. Er hört auf jeden Befehl. Halt die Fresse, meine Güte. Ich warte hier. Du gehst weiter. Nach dir. Alter. So. Ich glaube, das reicht, den brauchen wir nicht. Was zum. Ach, danke. Was geht jetzt?
den Schlüssel. That's pretty neat. Ein separater Bereich, sehr schön. Moment mal. Wieso können wir diesen Shadow nicht umsetzen? Springen wir erstmal hier ins Wasser. Natürlich finden wir dieser scheiß Medaillons hier drin versteckt, die auch nicht anders erwartet. Den Schlüssel setzen wir gleich in den Anzeigen. Hier rauf. Ja, sollte möglich sein. Hallo. So, ja, gerade nicht so. Was war darüber? Okay, aber darüber ist leid. Ja, nicht so viel zu sagen. Mehr ist jetzt irgendwie nicht so groß in den News, in den Nachrichten, in den Shit hier. Und ist ganz ziemlich ruhig, meine Güte. Alter, wie groß ist der Bereich hier noch? Oh, verdammte Scheiße. Verdammte. Ja, wir müssen hier von diesen drei Positionen hier quasi in das Becken runterspringen. Den ganzen Weg hochklettern. Fucking Erfolg hier. Ja, würdest du jetzt halt die Fresse und lass mich in Ruhe arbeiten. Ah, jetzt ein Weg hier. Wisst ihr was? Na, ich beende hier gleich in dieser schönen Part oben. Oder na. Wir können ja jetzt. Wir sind quasi in den letzten schönen Part, da kann ich jetzt mal eine Zeit schön in die Luft zu klettern und eine Runde zu springen. Diese drei Sprünge. Keine Ahnung, warum es diesen Erfolg gibt. Springen bei der Griesterei an drei verschiedenen Stellen runter ins Wasser. Keine Ahnung wieso. Aber er ist da. Und nachdem wir dann quasi unser letztes Stück hier geschafft haben, beenden wir den Part an der Stelle. Und ja, weil ich glaube jetzt so in den letzten drei Minuten noch irgendwas anderes zu probieren, ist jetzt Spaß nicht. Da muss man jetzt hier, also nicht Spaß nicht, aber man wird nicht so weit kommen. Jetzt uns sicher die Chance und gönnen wir einen Erfolg. Ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher Achievement Hunter, das habt ihr in DarkSelves 1 auch schon bemerkt. Und DarkSelves 2 wird es natürlich nicht anders sein. Deswegen informiert sich mal vorher, was es so zur Verfügung gibt, was es so zu machen gibt. Jetzt hier von der dritten Stelle. Ich frage mich, warum es diesen Erfolg gibt. Ja, Errungenschaft freigeschaltet, der dreifache Lindy. Keine Ahnung wieso. Dreifache Lindy hier. Schaffen Sie in der Gießerei drei verschiedene Sprünge ins Wasser. Ist einfach so. Weil ist cool und macht Sinn und ja. Wenn wir noch einmal hochklettern, machen wir die 25 Minuten voll und dann habt ihr genug Kletterei gesehen. Und im nächsten Part werden wir auf jeden Fall nicht so viel herumklettern, keine Sorge. Ja, habe ich jetzt gerade auch nichts so zu sagen. Ich werde mal fürs nächste Mal. Ich sag, ich habe auch gemerkt, ich sag sehr viel gerne quasi. Ich weiß nicht wieso. Egal. Darüber können wir am nächsten Part reden. Bis dann und ciao.